Wenn ich in Rente gehe, dann fange ich sofort als Backoma bei Kuchentratsch an. Ich bin sogar ein Jahr früher in Rente gegangen, damit ich so schnell wie möglich zu Kuchentratsch komme. Kuchentratsch mit Liebe von Oma gebacken. Hier backen Omas und Opas in Rente. Ich heiße Sonja Scholz, bin 65 Jahre alt, seit 2 Jahren bei Kuchentratsch, ganz begeisterte Backoma. Und ich bin verheiratet und habe einen kleinen Enkel. Zu jedem hausgemachten Kuchen gibt es eine Karte. Da erkennt man dann, welche Oma den Kuchen gebacken hat. Das Miteinander wird groß geschrieben. Ein Tratsch neben dem Backen? Da ergeben sich doch bestimmt auch Freundschaften. Also mit 2 ganz intensiven Kontakt, auch privat, dass wir telefonieren und uns einfach austauschen. Also ich finde es einfach toll, wenn man einfach im Alter neue Freundschaften schließen kann. Weil je älter man wird, umso kleiner wird halt leider auch der Kreis. Und es ist einfach eine wunderbare Bereicherung, gerade eben auch mit Kontakten. Gemeinsam backen rund 50 Omas und Opas beim Kuchentratsch und verdienen sich so neben ihrer Rente ein Taschengeld dazu. Sonja begann schon als Kind mit dem Backen. Aktuell kommt sie 1 bis 2 Mal die Woche in die Backstube. Früher hat sie im Kundenservice gearbeitet, weshalb ihr heute der Kontakt mit den Kunden am Herzen liegt. Mir selber ist auch wichtig, dass ich ab und zu mal so ein bisschen Feedback von unseren Kunden bekomme, wie der Kuchen schmeckt, was sie alles gern essen. Das ist mir persönlich einfach wichtig. Und die Leckereien gibt es nicht nur in München, sondern deutschlandweit. Man kann die Kuchen online bestellen. Mit dabei Omas hausgemachter Kuchen und ganz viel Liebe.